Hallo Pfeifen und Tabakfreunde, hier das soll nur eine kurze Einleitung sein. Mein Sohn und ich haben gestern eine ziemlich große Fahrradtour gemacht, eine ziemlich heftige, war auch richtig kaputt gestern Abend, deswegen habe ich das Video nicht mehr fertig gemacht und hochgeladen. Das will ich jetzt heute in aller Ruhe nachholen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude daran. Zur Einleitung trinke ich, ja, Selterswasser. Darum geht es ein wenig auch in dem Video. Ich hoffe, ihr habt viel Freude dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. So, liebe Pfeifen-Tabak-Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Es ist mittags 12 Uhr. Unter das Wetter. Heute, vielleicht sogar den letzten Tag in diesem Jahr, wirklich richtig herrliches T-Shirt, ja. Habe ich mir gedacht, mein Sohn und ich, wir fahren heute mal eine schöne große Runde, so zum Abschluss des Jahres, die letzte große Runde. Und das heißt in meinem Fall, habe ich euch schon mal erzählt, immer ein wenig kurbeln. Erstmal bergauf kurbeln, Höhenmeter machen. Gleich, wenn ich 200 Höhenmeter gemacht habe, dann hole ich euch wieder rein. Bis dann. Das bedeutet, Kurbeln für mich, Freunde. Ihr seht gar nicht, wie steil das ist. Das sind aber so um die 12-13% Steigung. Steil. So, hier zeige ich euch eine Kleinigkeit mitten im Wald auf, boah, ich weiß es gar nicht, ich muss schätzen, 530, 540 Meter Höhe gibt es eine verlassene kleine Siedlung.
Und die ganze Geschichte ist schon ziemlich alt. Diese Siedlung wurde irgendwann 1670, 1680 aufgegeben. Da gibt es nur noch, aus Erzählungen wusste man, dass es hier eine Ortschaft gegeben haben muss. Das ist der alte Brunnen, den hat man wiedergefunden. Ist hier markiert mit einem Stab, da gab es hier Grabungen. Und ja, verschiedene Sachen wurden auch wieder freigelegt von Hobbygräbern. Und als dann dafür die Forschungsgelder nicht mehr freigegeben wurden, dann war es auch ruckzuck vorbei. Da wurde nicht mehr nachgeforscht, ist ja klar, man gar keine Unterstützung bekommt. Man kann heute nur vermuten, warum die Siedlung aufgegeben wurde. Oder es gibt Verschiedenes. Zum einen, dass die letzte Person hier eine Frau gewesen sein soll, die dann auch verstorben ist und schlicht keiner mehr hier gewohnt hat. Aber auch, dass es durch die Pest schwierig wurde, wie dem auch sei. Man weiß es heute nicht mehr. Hier ist noch ein altes, sieht man noch die Reste eines Wohnhauses. Da wurden einfach ein paar Steine wieder aufgeschichtet, damit man etwas die Umrisse sieht. Der Friedhof, den hat man auch gefunden. Der ist von hier ungefähr 300 Meter entfernt. Ja, das ist das, was ich dazu zu erzählen habe. Mehr gibt es da nicht zu wissen. Also man kann sich vorstellen, dass die Bewohner hier damals in dieser Höhe im Mittelgebirge, auch umgeben natürlich damals noch von Bären und Wölfen und Rotwild, was es ja hier alles gab, ein hartes Leben hatten. Es war hart, was hier reinzukriegen und viel Schnee, lange, harte Winter. Ja, da kann man sich ungefähr vorstellen, dass es vielleicht dann auch besser war, dass die Wüstung hier auf die das Dörfchen aufgegeben wurde. So, wir sind jetzt hier auch am höchsten Punkt unserer Reise, mehr oder weniger. Hier geht es noch ungefähr 5-6 Höhenmeter hoch und dann geht es erstmal nur runter. Wir haben vor, den Ulmtal-Radweg zu fahren bis zum Lahntal-Radweg, da ein Stück an der Lahn dann entlang und dann durch die Wälder irgendwie zurück nach Hause. Ein ganz schönes Strickchen. Kommt einfach mit, wenn ihr Freude dran habt. So, hier sind wir jetzt an dem Skulpturenpark von Siegfried Fietz. Das ist ein Liedermacher hier aus dem alten Kreis Wetzlar, der hier auch seiner künstlerischen Ader ein wenig nachgegangen ist und Verschiedenes gebaut hat. Wer Siegfried Fietz nicht kennt, ist nicht so schlimm, er ist nicht so fürchterlich berühmt. Ich weiß nicht, ein paar hunderttausend verkaufte Tonträger hat er trotzdem. Und zwar macht er vor allen Dingen gottesdienstliche, kirchliche Musik, die durchaus auch mal ein wenig fetziger und moderner sein kann. Hier werden ab und zu mal in freier Natur auch Gottesdienste abgehalten. Das wäre dann quasi der Altar und das die Kirchenbänke. Da oben ein paar Skulpturen. Man kann hier einen QR-Code scannen. Da kriegt man dann ein bisschen erklärt, was welche Skulpturen wie bedeuten. Andreas Kaschny, ich denke, das ist vor allen Dingen für dich ein interessantes Thema. Obwohl du jetzt nicht der Skulpturenmann bist, aber Kunst, ja, Kunst ist immer interessant. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln. Hier sind noch mehr Leute. So, jetzt befinden wir uns wieder auf der Ulmtal-Radstrecke,
wie gesagt, alte Zugstriche. Ein Traum, oder? So, hier haben wir jetzt die Lahn erreicht. Fließt ganz träge. Wir sind hier im Bereich genau zwischen Wetzlar und Weilburg. In diese Richtung da hinten ist Weilburg, da wollen wir hin. Und das da ist ein Gebäude, das kennen wahrscheinlich viele Deutschen, auch wenn sie das Gebäude selbst vielleicht nicht kennen. Aber trinken tun sie von hier. Da ist die berühmte Seltersquelle. Und da gibt es das Selterswasser, direkt an der Lahn. So, jetzt wollen wir endlich mal eine Pause machen. Jetzt sind wir hier, hinter mir ist ein Altarm der Lahn und ganz dahinter, ganz hinten, vielleicht könnt ihr das sehen, fließt die Lahn. Und ich gucke jetzt genau auf die Seltersquellen hier. Das ist interessant im Ganzen. Aus dem ganzen Boden kommen überall Edelstahlrohre, wo das sprudelige Wasser abgepumpt wird. Also dieses Auensystem hier wird hier auf Schildern sehr gut erklärt. Ich will euch und kann euch das alles nicht näher bringen, aber kann man sicher im Internet auch nachlesen. Aber es ist ein interessanter Weg, wenn ihr mal hier in der Nähe seid und Interesse an sowas habt, an geologischen Gegebenheiten, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Da sind wir eben mit dem Fahrrad drüber gefahren. Das ist ein Teil des Radwegs. Guck mal, wie schön das hier ist. So, jetzt bin ich beim Pfeifenfäuschen angekommen hier. Mache ich hier direkt an der Brücke. Zeige es euch. Ne, das kann ich jetzt hier nicht umdrehen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Mitgenommen heute mal die Barantini. Schön klein, aber doch mittelgroßes Füllvolumen. Und da drin habe ich eine Probe bekommen von einem Kunden von mir, der auch Pfeifenraucher ist, mit dem ich ab und zu mal Tabak tausche. Und der hat mir von Cola Syncop den Casino gegeben. Ich meine, es wäre der Casino ist das, genau. Ich weiß jetzt auch doch echt nicht, was drin ist, aber das ist auf jeden Fall Virginia und Black Cavendish, eventuell ein bisschen Burley. Aromatisiert ist er kaum, zumindest schmecke ich von der Aromatisierung nicht mehr so fürchterlich viel. Müsste ich eigentlich so ganz gut rauchen, man muss ein bisschen aufpassen, dass man es nicht so heiß raucht, sonst fängt er an zu brennen. Ich zeige euch jetzt noch mal, was für einen Ausblick ich habe. Das ist der Ausblick, den wir haben. Das ist Löhnberg, die alte Burg. Hier wirklich ganz kurz vor Weilburg. Noch 3-4 Kilometer nach Weilburg. Und hier ist die besagte schöne Brücke über die Lahn, die ausschließlich Fußgängern und Fahrradfahrern vorbehalten ist.